wir sind natürlich sehr, sehr froh, ne? Die ersten drei Punkte eingefahren zu haben. Ich glaube, wir haben nicht mal ein überragendes Spiel gemacht. Also es ist wirklich schwer. Ich habe gemerkt, dass die Mannschaft erst mal ein paar Minuten brauchte, um ins Spiel zu kommen. Dass wir da wirklich mit Ballbesitz versucht haben, ins Spiel zu kommen. Aber ich meine, der Gegner ist auch wirklich ein Top-Oberliga-Gegner. Deswegen war es wirklich sehr, sehr schwer. Wir machen in den richtigen Momenten die Tore, das erste, der zweite, kommen dann so wirklich besser ins Spiel rein. In der Halbzeit haben wir uns dann nochmal gesammelt, haben wirklich nochmal alle runtergebracht, versucht auch die Ruhe auszustrahlen, auch vom Trainerteam. Und dann kamen wir ein bisschen besser rein, haben versucht, den Gegner laufen zu lassen, machen wiederum direkt nach der Halbzeit 3-0, was richtig gut tat und für uns wirklich nochmal deutlich mehr Sicherheit gegeben hat. Und alles, was danach passiert, war für uns eine gewisse Art von Kräfte schonen und versuchen, gut zu verteidigen. Also da haben wir uns immer mal wieder zu tief reindrücken lassen. Und trotzdem muss man sagen, hatten wir immer gefühlt noch die Kontrolle übers Spiel. Und dann haben wir wirklich leidenschaftlich verteidigt, hat die Mannschaft wieder Mentalität bewiesen. Und dann ist es halt wirklich der Brustlöser jetzt, erster Spieltag. Man gewinnt das Spiel gegen den guten Oberliga-Gegner und nimmt dann die drei Punkte mit nach Hause. Ich glaube, das gibt uns für die nächsten Wochen viel Kraft. Wir freuen uns natürlich als Mannschaft, die ersten drei Punkte eingefahren zu haben. Und ja, das ist nicht einfach, das erste Spiel. Aber wie gesagt, haben wir super angenommen heute. Den kleinen Kunstrasenplatz. Drei Punkte, sind alle sehr zufrieden. Und ja, jetzt werden wir den Sieg feiern. Ja, ich kann mich Platzo nur anschließen. Ich glaube, wir haben heute ein Riesenspiel gemacht. Ich glaube, wir hätten noch einige Tore mehr machen können. Ja, für mich oder für uns, erstes Spiel, erstes Pflichtspiel für Bocholt. Da war wichtig, dass wir gewinnen. Und ja, wir sind alle stolz, gewonnen zu haben. Jetzt feiern wir.